Servus, mein Name ist Holger Kaya. Ich arbeite seit 8 Jahren als Orthopädietechniker in der Firma Schreiber und Ebert in Frankfurt. Und heute erzähle ich euch etwas über meinen Berufsalltag. Ja, ich finde es gut in dem Sinne, weil es nie langweilig wird. Man hat immer was zu tun. Es ist nicht monoton. Es ist sehr abwechslungsreich. Und man lernt viele Menschen kennen. Besonders fasziniert hat mich halt dieses Hightech in dem Beruf, diese computergesteuerten Kniegelenke. Ich wusste auch nicht, dass es davor so viele Möglichkeiten überhaupt gibt, einen Patienten, einen Menschen, der amputiert wurde oder ein Handicap hat, dass man denen mit Technik einfach so stark helfen kann, dass sie im Alltag einfach besser zurechtkommen. Ich finde, es ist auch ein sehr kreativer Beruf, weil man auch einfach dadurch, dass wenn man jüngere Kunden, Patienten hat, denen eine Freude bereiten möchte, kann ja, mit Glitzerprothesen oder mit Comicfiguren als Bilder versucht da einzufügen und einfach die Akzeptanz damit zu erhöhen. Ich erinnere mich an einen Tag, wo wir eine etwas jüngere Patientin hatten. Dieser Moment, wo sie das erste Mal ihre erste Prothesenhand bekommen hat, die sie auch selber bewegen konnte, das war auch für die Familie ein sehr emotionaler Moment. Und das sind auch so Momente, dann, wo man im Nachhinein denkt, ey, ich glaube, ich mache was Gutes und es macht dann auch Spaß.